Was machst du denn da hinten? Ah, der jagt den Bock. Na, pass mal auf. Das beobachten wir mal. Nee, der jagt jetzt uns. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal bei YouTube. Euer Skynet Cyberdime begrüßt euch zu einer weiteren Runde Enshrouded. Und beim letzten Mal, wenn ihr mit dabei wart, habt ihr gesehen, wie wir unseren Anfang gemacht haben. So ziemlich an der Stelle haben wir unsere Pause gemacht. Ich habe dummerweise den Spielstand verlassen und habe mich dann nicht beim Einloggen wieder an der gleichen Stelle wiedergefunden, sondern das funktioniert dann halt nur, wenn man wahrscheinlich schon den Flammenaltar gebaut hat. Und den haben wir halt noch nicht gebaut. Und an der Stelle musste ich mich jetzt erst einmal hier wieder zurückbewegen. Jetzt sind natürlich zwei, drei Sachen zwischendurch noch passiert. Ist aber egal. Wir werden an der Stelle jetzt einfach weitermachen. Und gleich vorab, wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da, folgt dem Kanal und wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare. Und wir werden jetzt einfach mal unseren Flammenschrein, so wie es hier gefordert ist, in der Questmitteilung eine Runde aufbauen. So, das heißt, wir sollen zu der Ebene für die erste Basis, ne, Bluttal ist gefallen, verschlungen von dem Jasma, bringe das Licht zurück und erobere das Land, indem du ein Flammenaltar in der Wildnis errichtest. Ein vielversprechender Ort zum Errichten eines Flammenaltars ist auf deiner Karte markiert. Erreiche den Ort, um fortzufahren. So, na dann. Der Flammenaltar markiert den Platz für deine Basis. In deiner Basis kannst du später Dinge herstellen und Unterkünfte bauen. Stelle den Flammenaltar her und platziere ihn, um deine Basis zu errichten. Du musst deinen Altar nicht auf der dafür vorgeschlagenen Ebene errichten. Du kannst deine Basis überall dort bauen, wo kein Miasma ist. Gut, das könnten wir jetzt an der Stelle machen, aber ich möchte das ganz gerne, dass wir den hier jetzt machen, weil ich denke mal, jeder von euch, der das Spiel selber spielen wird und das erste Mal spielen wird, wird das hier an der Stelle machen. Es ist vorgesehen vom Spiel und da machen wir das auch. Also, gehen wir mal ins Bauen. So, dann haben wir hier unseren Flammenaltar. Wir haben genug Steine dabei. Zack, einmal gebaut das Ding und ihr seht schon hier auf der 4 jetzt in der Schnellwahlleiste ist der aufgetaucht. Jetzt können wir den platzieren. So, was jetzt so ein bisschen wichtig ist, ihr seht, der ist so, können wir ihn nicht platzieren und so schon. Und wir müssen jetzt so ein bisschen gucken drumherum, dass wir nach Möglichkeit so wenig Sachen wie möglich mit in den Altar packen, weil das dann im Endeffekt Einfluss darauf hat, wenn wir das wegholzen, also das regeneriert sich sozusagen nicht. So, und ich würde mal sagen, hier so an der Stelle, nee, da geht es ja nicht. Na, wo geht es denn jetzt? Da würde es gehen. Ein bisschen niedrig, ne? Schöner wäre ja, wenn er ein bisschen höher wäre. Ja, da so ungefähr. Ja, dann nehmen wir da den Stein und den Busch halt noch mit. Setzen wir ihn da. Du bist nicht allein. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deine Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Miasma-verhüllten Tal. Gut. Dann sehen wir, das ist jetzt hier unser Flammenaltar. Der hat die Stufe 1 und das Baugebiet 40x40. Und ja. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier in dem Bereich um den Flammenaltar unsere Basis, unsere erste Basis zu bauen. Und ja, wie macht man das im Endeffekt mit dem besten Bausystem, was es eigentlich derzeit sozusagen im Pixelbereich gibt?
Das ist zwar schon jetzt, das Spiel ist ja auch schon eine Weile jetzt am Start im Early Access, aber ich finde, es ist trotzdem noch richtig, richtig, richtig schön gemacht. Wir laufen jetzt hier erstmal nochmal die Sachen so drumherum ab, nehmen mal hier so ein paar Sachen weg. Mir ist übrigens, als ich mich hierher gearbeitet habe, nochmal was aufgefallen. Wenn wir unterschiedliche Materialien brauchen und ich sage jetzt mal, ihr seht, ich habe hier schon relativ viel Harz. Ich will euch mal kurz einmal was zeigen. Wir nehmen mal einmal unsere Axt. So, und wenn wir hier so einen normalen Baum hacken, ein normaler Baum ist jetzt. Sowas wie der. Ne? Das war jetzt hier so ein Nadelbaum. Dann seht ihr, da ist relativ viel Holz mit dabei. So, es kann aber irgendwann mal sein, dass ihr Harz braucht. So, und wenn ihr Harz braucht, dann geht ihr einfach hier so zu so einem roten Baum. Und wenn ihr den dann hackt, dann seht ihr schon, dann fällt hier relativ viel Harz runter. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Harz bekommt, höher als bei anderen Bäumen. Und hier ist gleich noch was. Oh, da hinten ist schon wieder ein Wolf. Okay. Den müssen wir uns mal eben auch stellen. Kennen wir ja schon. So, und hier haben wir noch was Neues. Hier gibt es nämlich Wachs und Honig von den Bienen. So, und ich glaube. Da gab es noch mal was von. Genau. Schieß Bienenstöcke von Bäumen herab, um Honig und Wachs zu sammeln. Sei vorsichtig. Die Bienenstöcke sind normalerweise durch ihren Schwarm geschützt. Also es kann auch sein, dass wir dann Ärger mit den Bewohnern kriegen, Ärger mit den Bienen. Das ist halt so wie im wirklichen Leben, ne? So, wir fällen das mal hier. Dann fällt mich gleichzeitig das Bienennest auch nochmal runter. Holz können wir übrigens niemals genug haben. So, gut, dann geht es jetzt wieder zurück zu unserem Lammaltar. Was war das? Ach, die Pilze, ja. Von die lassen wir erstmal noch außen vor. So, und dann würde ich sagen, haben wir auch schon relativ viel jetzt eingesammelt. Schauen wir doch mal, was wir im Endeffekt jetzt als nächstes bauen sollen oder bauen können. Hier ist übrigens diese gelbe Linie, die sagt, wo unser Baubereich ist. Ne, das ist außerhalb des Baubereiches, das ist im Baubereich. So, und dann schauen wir mal, was wir jetzt als nächstes bauen können. Handwerk. So, da gibt es einige Dinge. Also einen Flammenaltar können wir jetzt nicht mehr bauen. Ach, wir haben gar keinen freien Platz mehr im Rucksack auch. Das ist natürlich blöd. Wartet mal, da müssen wir erstmal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Platz im Rucksack machen. Wir haben hier relativ viele Schwerter. Hier, so viel brauche ich gar nicht. Wir haben hier die Möglichkeit, mal mit einem Rechtsklick die Sachen auch zu zerlegen. Wir zerlegen das mal. Wir beobachten mal jetzt hier die Münzen hier, oder das sind Runen. Und zack, also wenn wir Waffen zerlegen, dann erhalten wir dafür Runen. So, und mit denen können wir dann nachher zum Beispiel Waffen wieder aufwerten. Haben wir jetzt sozusagen gleich erstmal ein bisschen Platz erhalten. So, hier haben wir auch noch ein Schwert, das ist kaputt. Das zeige ich aber auch gleich, wie wir das wieder ganz machen können. Jetzt haben wir auf alle Fälle einen Slot wieder frei. Und den nutzen wir jetzt auch gleich, um unsere erste Sache zu bauen. Und das erste, was wir jetzt mal bauen, ist eine Werkbank. Dafür brauchen wir Garn und Holzscheite. Das haben wir alles. Einmal herstellen. Und. Oh. Was machst du denn da hinten? Ah, der jagt den Bock. Dann pass mal auf, das beobachten wir mal. Nee, der jagt jetzt uns. Aber
dann ist das so. Dass der sich hier reu zu uns hintraut, Mensch. So, jetzt zum Platzieren von unserem, von unserer Werkbank. Die müssen wir jetzt hier in unsere Aktionsleiste ziehen. Und wir haben ja hier relativ viel Platz. Wir nehmen mal hier das kaputte Schwert. Wir nehmen mal das ganze Schwert raus. Ich würde das kaputte Schwert einmal im Auge behalten wollen. Ich will euch nämlich nachher mal damit was zeigen. So, da hinten nimmt schon der Wolf sich das nächste Tier. So, das positionieren wir hier. Nur mal ganz kurz. Steht auch unten rechts. Mit R können wir es bewegen. R-Taste gedrückt halten und Maustaste können wir es stufenlos bewegen. Stellen wir den hier erstmal einmal hin. Und dann gehen wir mal da hinten hin. Weil komischerweise hat er das Tier hier bloß erlegt, aber nicht aufgefressen. Das heißt, wir haben jetzt hier auch ein bisschen rohes Fleisch. So, und warum habe ich jetzt die Werkbank als erstes gebaut? Passt mal auf, was jetzt passiert mit den Dingen, die wir bei uns tragen. Ich will das mal einmal kurz zeigen. Wo haben wir noch eine Fackel? Die tauschen wir auch mal aus. So, achtet mal auf unsere Aktionsleiste unten. So, ich gehe wieder raus. Und siehe da, die Sachen sind repariert. Das heißt, so eine Werkbank ist immer dafür da, dass die Dinge, die wir haben, repariert werden. Ja, also relativ wichtig, Werkbank. Ihr findet irgendwo auf den Karten auch noch Möglichkeiten, Sachen zu reparieren, aber das ist zum Beispiel eine gute Sache, Dinge zu reparieren. Und hier sind wir jetzt in dem erweiterten Baumenü. Es gibt ja mehrere Baumenüs. Wir haben ja einmal unser Baumenü, wenn wir jetzt hier auf V drücken. Ne, damit können wir so die einfacheren Sachen bauen. Ja. So, und dann haben wir im Endeffekt jetzt das nächste Baumenü, in dem wir auf den Tisch gehen. Und da haben wir jetzt ein paar Sachen mehr, die wir bauen können. Ne? Wir haben eine Lichtquelle, dann haben wir hier, was ist das hier Schönes? Eine Hake. So, dann haben wir unterschiedliche Erdwegblöcke. Becher. Hier sind die Baublöcke. So, und da ist schon mal ein Baublock relativ wichtig, und zwar dieser grobe Steinblock. Und von dem werden wir jetzt gleich erstmal ein paar bauen, weil ich würde ganz gerne hier an der Stelle jetzt gleich mal eine Runde ein Fundament noch bauen wollen. So, aber dafür brauchen wir wieder Platz im Inventar. Jetzt muss ich das mal gucken. Jetzt haben wir relativ viele Schwerter immer noch. Ich würde wieder eins zerlegen. So, damit haben wir wieder Platz. Und hier diese, die ist natürlich toll, die Guillotine. Aber mit der möchte ich gar nicht arbeiten. Ich habe gesagt, was mit welcher ich arbeiten würde. Das heißt, die würde ich auch einmal zerlegen wollen. Zack, dann ist die gleich weg. So, bei den Fackeln, da werden wir mal eine immer in der Hinterhand behalten, damit uns das nicht das gleiche passiert wie letzte Mal. Dass wir auf einmal im Dunkeln stehen und nicht mehr rausfinden oder fast nicht mehr rausfinden. Ja, und die anderen Sachen, da müssen wir mal erstmal noch schauen. Also wir haben auf alle Fälle wieder zwei freie Slots. Wir ziehen uns mal hier die Pfeile hier noch rein. Und dann können wir sozusagen die nächste Sache herstellen, nämlich hier unsere groben Steinblöcke. So, die brauchen immer zwei Steine und damit kriegen wir dann 100 Steinblock. Also würde ich sagen, machen wir jetzt mal vielleicht so 1000 grobe Steinblöcke. So, die sind, wenn wir jetzt mal gucken, da sind die. So, aber mit den groben Steinblöcken so an sich können wir noch nicht viel anfangen. Wir brauchen jetzt noch eine Sache und das können wir uns in unserem Baumenü ganz normal bauen. V gedrückt, das ist hier dieser Bauhammer. Den stellen wir auch einmal her. Und wir sehen, es trudeln wieder ein paar Rezepte ein. So, mit diesem Bauhammer haben wir jetzt die Möglichkeit, das Baumenü aufzumachen. So, das heißt, wir ziehen uns den mal hier einmal rein. Das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn wir den Heiltrank, den wir gefunden haben, da mitlassen. Okay, so, unser Bauhammer, der ist jetzt auf der 8, den werden wir auf der 8 lassen. So, wir drücken die 8 und wir haben den in der Hand und jetzt haben wir die Möglichkeit über Tabulator, unser Baumenü zu aktivieren. Wähle die Form, mit der du etwas bauen möchtest. So, mit dem Mausrad können wir hier durchswitchen.
wie das Material, mit dem du etwas bauen möchtest. Gut, da haben wir jetzt aktuell bloß ein Material. Ne? Von den Blöcken hätten wir jetzt mehrere gebaut, hätten wir da eine Auswahl. Öffnet das Untermenü, um aus verschiedenen Formkategorien auszuwählen. So. Also wir haben hier, wenn wir die Alt-Taste drücken, haben wir jetzt dann hier unterschiedlichste Formen und Dächer. Wir haben einmal Terra für Terraforming. Dann haben wir hier Dächer. Dann haben wir nochmal Dächer. Dann haben wir die normalen, die mittleren und die kleinen Blöcke. Und wenn wir jetzt hier uns bewegen, dann seht ihr, dann haben wir hier sozusagen einen klitzekleinen Block, den wir hier ansetzen könnten. Und hier könnten wir unseren ersten Steinblock setzen. Na, so können wir hier nach und nach, so wie wir es wollen, aufeinander, nebeneinander, mit Lücke, können wir hier unsere ersten Sachen bauen. Ja, mit einem Rechtsklick, wenn wir das anwählen, können wir das auch wieder abwählen und wieder kriegen wir das Material auch wieder zurück. Gut, und das ist jetzt natürlich, um Fundament zu machen, ein bisschen mühselig. Deshalb wählen wir uns jetzt mal hier die etwas größere Platte aus. Die. Und dann seht ihr, dann haben wir 64, die wir da in dem Sinne setzen. Und dann werden wir einmal hier drumherum um den Flammenaltar einmal. Mal rumbauen. So, das sieht doch schon mal super aus. Dann sieht das Ganze nämlich schon mal schön aus. Gut, unser Tisch steht noch da. Das soweit jetzt erstmal zu dem Baumenü. Wir werden noch jede Menge bauen in dem Spiel. Ich würde jetzt aber gar nicht zu viel hier an der Stelle erstmal bauen, weil ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Mit Escape gehen wir im Endeffekt raus und wenn wir dann wieder was anderes auswählen, wie zum Beispiel jetzt die 1, dann haben wir die Axt in der Hand. Und der Bauhammer ist abgewählt. So, als nächstes haben wir relativ viel in unserem Inventar. Und jetzt würde ich herkommen und würde sagen, wir bauen jetzt als nächstes mal eine Kiste. So, jetzt haben wir wieder keinen Platz. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, dass wir so viele Sachen haben. Glaube, wir müssen uns jetzt von irgendetwas trennen. So. Und wir werden mal gucken, dass wir die Pflanzenfasern, die wir haben, die werden wir mal alle vercraften zu Garn. Und das eine, was wir jetzt noch an Pflanzenfaser haben, das löschen wir. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. So, und ich bringe es auch hin und wieder nochmal durcheinander. Also wir gehen dann hier jetzt auf unsere winzige Truhe, ne? Drücken einmal die Leertaste, dann haben wir sie hergestellt und jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir sie uns einmal ins Inventar packen. Was will ich denn hier eigentlich nicht in der Hand haben? Vielleicht nicht ganz so viel essen. So, machen wir es mal so. So, wir wählen uns die mit der 6 die Truhe aus und schon haben wir die Möglichkeit, unsere erste Truhe aufzustellen. Mit R können wir es wieder drehen. Ich würde sagen, die lassen wir ruhig hier an der Ecke einmal stehen und gehen drauf zu und haben jetzt die Möglichkeit, Dinge einzulagern. Gut, und das machen wir jetzt dann auch gleich. Was haben wir jetzt hier am allermeisten? Ich weiß nicht, also ich sage mal sowas wie die Stopffetzen. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt hier doppelt draufklicke auf Stopffetzen, passiert nichts. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir die Shift-Taste nebenbei drücken und das dann einmal anklicken, dann schiebt das automatisch rüber. Also so wie ihr es kennt, vielleicht aus anderen Spielen, Doppelklick geht nicht. Wir müssen dann immer die Shift-Taste drücken. Und gut, das lagern wir jetzt hier mal alles ein. Das brauchen wir hier nämlich jetzt alles nicht. Stein behalten wir vielleicht noch. Metallschrott brauchen wir noch. Müssen wir noch was herstellen. Teer lassen wir hier. Glühwürmchen lassen wir hier. Bücher lassen wir hier. Erde brauchen wir auch erstmal nicht. Tierfell, Knochen, Pfeile nehmen wir mal mit. Tierfetzen. Den Steinblock brauchen wir auch erstmal nicht. Den Rest. Hier haben wir doppelt Holzscheite.
Achso, hier kann ich euch auch mal eine Runde was zeigen. Achso, wir können auch Stapel aufteilen. Wenn wir jetzt auf die Holzscheite gehen, die Steuerungstaste drücken und mit dem Mausrad das bewegen, dann nehmen wir sozusagen die Hälfte hier mit. So, jetzt gibt. Genau. Perfekt. So, jetzt gehen wir einmal raus und gehen wieder rein. Und wenn wir jetzt. Jetzt muss ich mal selber gucken. Ah ja, okay. So haben die das jetzt gelöst. Für Dinge, die in der Kiste schon eingelagert sind, gibt es eine Möglichkeit, dass man seinen Rucksack schnell ja, sozusagen leer macht, indem man herkommt und sagt, also die Kiste weiß schon, dass Holz drin ist und in dem Moment, wenn wir jetzt herkommen und Shift und R drücken und dann packt er hier jetzt Holz rüber. Wenn wir jetzt hier noch andere Sachen gehabt hätten, ich kann es noch mal kurz zeigen. Wir splitten vielleicht hier an der Stelle mal noch das Miasma einmal auf. Ne? So, ich drücke wieder, also ich habe die Maus ganz normal, drücke Steuerung und R. Ne, Shift und R. So. Dann seht ihr, hat er jetzt beide Sachen rübergepackt. Also das ist relativ einfach, macht sich relativ gut. Und somit haben wir dann auch schon noch schön viel Platz. So, ich würde dann auch hier einfach mal die Beeren noch reinpacken. Wobei von den Holzscheiten ein bisschen was würde ich schon ganz gerne auch mit dabei haben wollen. So, dann können wir noch T drücken, dann wird das ein bisschen sortiert. Gut. Ja, und damit haben wir dann schon wieder Platz. Wunderbar. So, jetzt haben wir Flammenglut. Jetzt haben wir unseren ersten Tisch. Jetzt haben wir unsere erste Kiste. Jetzt gucken wir mal, was sollen wir denn jetzt als nächstes überhaupt machen? Die Welt ist verloren, aber nicht ohne Hoffnung. Überlebende des Miasmas warten nur darauf, von deinem inneren Feuer erweckt zu werden. Finde den schlafenden Überlebenden, der auf deiner Karte markiert ist. Du wirst durch das Miasma reisen müssen. So, okay. Dann Standort Krypta des Schmieds auf Karte anzeigen. Dann gehen wir mal drauf. So, und dann sehen wir, wir sind da und der ist da oben. Und wenn wir jetzt hier einen Rechtsklick drauf machen, dann setzen wir uns einen Wegpunkt. So, und jetzt seht ihr oben in unserem Kompass, ne, da haben wir die 4, 8, 7 Meter. Das ist jetzt der Standort, wo wir hin sollen und müssen. So, haben wir denn noch Waffen? Ja, aber das sind nicht die Waffen, mit denen ich arbeiten möchte. Und das würde ich noch ganz gerne einmal machen wollen. Wir gehen mal wieder auf Bau und dann sehen wir hier unten, haben wir ja die Möglichkeit, einmal einen Bogen und einmal Dolche herzustellen. Und das würde ich jetzt gerne einmal machen. Wir stellen mal einmal uns Dolche her und einmal einen Bogen. Und rüsten uns das mal auch einmal aus. Ne, dafür lassen wir das Messer im Endeffekt Messer sein. Das ist unsere Hauptwaffe und das ist unsere Nebenwaffe. So, das holen wir uns mal ein bisschen nach vorne. Das auch. Wobei das ist eigentlich noch besser, wenn wir das so machen. Ich muss mir das mal einmal hier richtig durchsortieren. So, jetzt sind wir eigentlich relativ gut ausgerüstet. Zum Bogen. Wenn wir auf den jetzt rechts klicken und Ausrüsten drücken, dann seht ihr, hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar hat er jetzt den Buchstaben Q dazu bekommen. So, das heißt, wenn wir jetzt im Kampf sind, wir haben jetzt hier unser Messer und entscheiden aber, oh, wir wollen aber jetzt mit einem Gegner kämpfen, der weiter weg ist, können wir Q drücken und in dem Moment geht er schon gleich auf den Bogen. Wenn wir das wieder loslassen, die Q-Taste ist ja wieder in unserem Messerbereich. So müssen wir jetzt sozusagen nicht hin und her wechseln mit 1 und 2, sondern wir drücken Q oder lassen Q los und in dem Moment haben wir entweder die Möglichkeit mit dem Bogen oder aber mit unseren Messern zu arbeiten. Gut, das nochmal dazu. Das Schwert würde ich dann auch wieder zerlegen, weil ich will kein Schwertkämpfer sein. Pfeile haben wir noch. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir uns jetzt einfach mal noch ein paar Sachen hinter. Wie zum Beispiel ein gegrilltes Fleisch.
wie zum Beispiel ein bisschen Honig und wie zum Beispiel eine Beere. So sind unsere ganzen Slots aufgefüllt und dann machen wir uns jetzt einfach mal auf den Weg. So, und gucken, dass wir hier zum Beispiel... Genau. Uns um den Wolf kümmern. So, hier haben wir schon wieder eine Möglichkeit, was zu lesen. Was haben wir hier? Ah ja, hier ist auch, hier wäre auch wieder ein Bett, um zu schlafen. Oh, eine Truhe. Was haben wir da? Holzpfeile. Ja, 17 Stück, sehr gut. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 6. Die Angreifer haben uns die letzten zwei Tage belagert und von der Brücke aus angegriffen. Ihre Augen, dieser Wahnsinn. Wir konnten uns bisher nur gerade so am Leben erhalten. Vielleicht erleben wir den nächsten Angriff nicht. Ich habe befohlen, den Übergang mit unserer letzten Munition zu bestücken. Wenn diese Plünderer wieder zurückkehren, sind wir vorbereitet. Okay. Es gibt auch immer Erfahrungspunkte, ne, wenn wir das lesen. So, gucken wir mal. Also um die Brücke geht es hier, aber die sieht schon... nicht mehr heile aus. Sehr schön. Hier gibt es wieder eine Fackel. Die lassen wir mal liegen. Die brauchen wir nicht. Wir haben ja schon eine. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 20. Wir sind hungrig. Wir müssen die Brücke zerstören und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenkrypta und alle im Inneren sind jetzt sicher und müssen es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir wohl unser Glück in dem schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unseren sicheren Tod bedeuten. Gut. Und hier an der Stelle geht's ins Miasma. Und wisst ihr was? Das soll an einer anderen Stelle erzählt bzw. gemacht werden. Wir machen hier an der Stelle einen Break. Und ich hoffe, es hat euch viel Spaß und Freude bereitet. Und wenn dem so ist, dann... lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Follow für den Kanal da, um den Kanal zu fördern und zu unterstützen. Und wenn ihr irgendwelche Sachen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch und werde das ein oder andere dann dazu entweder euch zurückschreiben oder aber auch berücksichtigen. Für Tipps bin ich immer aufgeschlossen und an der Stelle sage ich so wie immer, tschüss, ciao, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Skynet Cyberdyne.